Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girly Thema und willkommen zu einem neuen Video. Und ich wundere mich einfach nur gerade, was zur Hölle ich jetzt gerade mache. Es ist kurz vor 3 Uhr. Es ist 2:57 Uhr mit einem Foto von der Escada und der Ruby und mir. Das heißt, in 3 Minuten ist es 3 Uhr. Es gibt jetzt so einen Trend, den ich jetzt in so vielen anderen YouTube-Videos schon gesehen habe von anderen, dass man irgendwelche bestimmten Dinge nicht um 3 Uhr in der Früh machen soll. Und ich habe mir die Videos angeschaut und habe jedes Mal nur gedacht, ja, bla bla, was soll denn passieren? Was soll jetzt ernsthaft passieren? Ich bin ganz oft auch in der Nacht unterwegs. Ich habe immer ganz komische Arbeitszeiten. Das heißt, um 3 Uhr in der Früh, das ist für mich eh fast normal. Ich muss jeden Tag um 5 Uhr in der Früh arbeiten. Deswegen stehe ich auch immer zu komischen Uhrzeiten auf und gehe auch immer zu komischen Uhrzeiten schlafen. Angeblich, laut diesen YouTube-Videos, sollen da irgendwelche paranormalen Aktivitäten passieren. Aha, genau. Also ich glaube definitiv nicht dran, weil... Egal. Aber da haben wir gedacht, okay, ich habe das noch nicht gesehen, dass irgendjemand mal um 3 Uhr in der Früh im Stall gewesen ist und mal geschaut hat, ob da was passiert. Ich sagte jetzt nicht vorweg, ich glaube nicht, dass irgendwas passieren wird, aber wer weiß. Also es sollen angeblich komische Dinge passieren, auch bei den anderen YouTubern, wo ich mir immer denke, okay, ist das fake oder was ist das genau? Es können dann angeblich Lampen durchbrennen, oder man sollte irgendwie so einen mysteriösen Anruf bekommen, oder sonst irgendwelche komischen Dinge passieren. Deswegen, ich stehe nämlich jetzt gerade... Moment. Das ist gerade eine paranormale Aktivität, muss ich ehrlich sagen. Okay, aber ich stehe nämlich jetzt gerade hier... Oh, warte. Was ist nicht los? Okay. Hier sind die Weiden. Man sieht es mir leider gerade gar nicht. Sieht man da irgendwas? Man sieht nur, dass wir gerade Vollmond haben momentan. Und ich fahre jetzt... Das zeige ich dir jetzt mal. Warte, ich leuchte mal hier so nach links, damit man die Weiden sieht. Dass diese weißen, ich fahre schon in die Wiese rein. Diese weißen Steher sind die Weide. Ich fahre da jetzt mal in den Stall. Warte, aktueller Timecheck. So. Wann wird es 3 Uhr jetzt? Oh. 3 Uhr, okay. Also, hier geht es jetzt auch gleich in den Stall. Ich fahre da gleich irgendwo an. Also, ich packe jetzt mal die Kamera weg. Ab geht's in den Stall. Wow, und wie gruselig ist das da oben? Siehst du da den Mond rechts oben? Heute ist Vollmond. OMG. Aber nein, du weißt, ich glaube nicht an solche Sachen. So, also, das ist jetzt die Zufahrt zum Stall. Natürlich ist jetzt auch niemand da im Stall, klarerweise. Welcher normale Mensch ist um 3 in der Früh im Stall? So, ich habe jetzt geparkt und jetzt geht's hier mal raus. Es ist noch richtig warm draußen. Ich glaube, du siehst mich jetzt gerade nicht, oder? Warte mal. Ich habe jetzt eine Taschenlampe mitgenommen. Wie filme ich mich denn da jetzt am besten so? Ich muss so schnell mein Auto zusperren. Ich möchte jetzt auch, also im Stall jetzt auch nicht unbedingt das komplette Licht aufdrehen, weil ich halt noch nicht alle Pferde aufwecken möchte. Da ist auch so ein bisschen eine Straßenlaterne, da geht es auch so ein bisschen. Ich sehe halt auch nichts, wenn ich mich selber filme, muss ich ehrlich sagen. Ich filme mich denn das ein bisschen? Sorry, dass es jetzt gerade so mega chaotisch ist. Aber ich gehe jetzt gerade in den Stall. Es ist richtig warm noch. Ich müsste endlich mal auf Snapchat nachschauen, wie viel Grad es jetzt gerade hat. Übrigens, folgt mir auf Snapchat. Da am besten scannst du meinen Code, meinen Snapcode. Irgendwie sieht man da gar nichts mit dieser Taschenlampe, muss ich ehrlich sagen. Okay. Na gut, bis jetzt ist noch nichts passiert. Da ist der Traktor. Da ist der Waschplatz. Gut, dass man das alles nicht sieht im Video. Pferdis. Ich mache hier wieder zu. Ich sperre vielleicht auch zu. Aber wer weiß. Okay.
Hey, wer ist denn da schon wach? Hallo, Rupiel. Hallo. Noch ganz verschlafen, das graue Würmchen. So, an der Nebenbox müsste die Rubineska. Moi, Ruby. Liegst du jetzt gerade voll tiefenentspannt? Moi, ich wollte dich nicht aufwecken, Herzi. Schau mal, wie süß, wie sie da liegt. Hier sehe ich einen Schmutz. Finde es immer total schön, wenn Pferde liegen. Was macht sie mit ihrem Vorderbein eigentlich? Das schaut nicht ganz so bequem aus. Und schau mal ihre Unterlippe an. Da ist sie dann immer tiefenentspannt, wenn sie die Unterlippe so ganz locker hat. Also bis jetzt noch nichts Paranormales passiert. So, die Ruby lassen wir jetzt schlafen. Dann schauen wir mal zur Eskada. Ich bin immer halb blind mit dieser Taschenlampe. Reden kann ich auch nicht mehr. Oh, bei der Eskada sehen wir einfach nur einen dicken Hintern und einen dicken Bauch. Dicke! Dicke Lina! Ich denke dir nur so, ich weiß ganz genau, dass du kein Leckerli hast, deswegen bist du uninteressant für mich. Dicke, ich habe kein Leckerli, aber trotzdem könntest du ganz kurz herkommen. Mäh. Oder das Pferd von meinem Freund. Die Jessie. Sorry für die Kameraführung. Ich bin nur gerade ein bisschen überfordert gerade mit der Taschenlampe. Und ich muss auch gerade extra laut reden, damit ich jetzt gerade keine Angst habe, weil ich habe normalerweise schon ziemlich Angst. Das ist das Pferd von meinem Schwiegervater, die Jenny. So, warte, wie mache ich das am besten so? Und wer fehlt noch? Der Rubien. Großer Mann. Hallo. Hallöchen. Tick mich auch gleich ab und denkst dir nur so, okay, bitte meine Taschenlampe ist halt einfach riesengroß. Schau mal. Sieht man den Rubien eigentlich? Der schaut jetzt alles gerade ein bisschen strange aus. Jedenfalls, falls du weitere Rubien-Videos sehen möchtest von seiner Ausbildung, gut, dass man jetzt überhaupt nicht mehr sieht, dann schreib mir das unbedingt und gib mir jetzt einen Daumen nach oben. Dann weiß ich ganz genau, gepasst, du bist Rubien-Fan und möchtest gern mehr von seiner Ausbildung sehen. Ich habe noch ein paar Videos, die muss ich noch schneiden und da bin ich mir jetzt einfach nicht sicher, ob du sagst, okay, du möchtest das gern sehen, wie es da weitergegangen ist beim Anreiten. Mittlerweile ist er jetzt schon 4 Jahre alt, mein großer Mann. Ich habe die ganze Zeit so Angst, wenn ich jetzt die ganze Zeit mich selber anstrahle, weil wenn ich woanders hinschaue, ist einfach alles hier dunkel. Und wenn ich jetzt dann nochmal hinschaue mit der Taschenlampe, dass dann plötzlich da irgendwer steht. Also das fände ich gerade ein bisschen super gruselig. Oder soll ich doch ein Licht anmachen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, hier gibt es keine paranormale Aktivität, muss ich das sagen. Also hier ist alles ganz normal. Meine Kästen schauen auch ganz normal unaufgeräumt aus. Gott sei Dank kann man hier die Türen zumachen. Und hier ist nichts Spannendes. Ich glaube, ich mache hier mal ein kleines Licht an. Ich sehe hier wirklich nichts. Das ist ja echt Wahnsinn. So. Es tut mir echt leid, aber irgendwie tut sich da nicht so viel Spannendes, muss ich dir sagen. Ich stehe jetzt beim Probieren. Es ist zwar schon ein bisschen gruselig, da jetzt so ganz alleine im Stall, aber sobald ich bei meinen Pferden bin, geht es eh wieder. Aber es ist schon nicht so angenehm. Aber ich weiß nicht, was die anderen YouTuber gemacht haben bei dieser 3-Uhr-Challenge. Bei denen passiert immer irgendwas, bei mir ist so nix. Aber es soll großartig passieren, man ist einfach nur alleine im Stall. Also ich habe da jetzt auch keine großen Erwartungen gehabt. Für mich ist es so, okay, ja, wurscht, ich probiere das jetzt einfach mal und schau mal, was ist. Aber nachdem jetzt hier nichts passiert ist, oh, ne Grüße, Mann. Ich mag den Rubien total gerne, weil er einfach auch so mega verschmust ist, immer Busses gibt. Schon als Fohlen hat er mir immer Busses gegeben. Also auch das war keine paranormale Aktivität. Immer so das mega Übertriebene bei anderen YouTubern. Das finde ich immer sehr, sehr heiter und ich finde das immer sehr lustig. Aber ja, Wimchen, was soll denn sein? Jetzt war schon, er geht auch schon, weil er es auch schon mega langweilig findet. Größer Mann. Ich mag sein Abzeichen total gerne, was er da vorne hat. Sieht man das? Da siehst du das? Da schaut das so aus wie so, als wäre es so ein Finger, so ein Zeigefinger. Was hält Rubien von diesen 3-Uhr-Challenges? Nichts. Wenn mein Handy läutet. Okay, ich glaube, ich habe es gerade verstehen.
What the hell is going on? Sieht man das? Um 3 Uhr 22 ruft mich jemand an. Hallo? Boah, ich habe mich gerade so erschrocken. Das ist ein Scherz jetzt, oder? Ja, ich bin im Stall. Ich habe gerade den ärgsten Schock meines Lebens. Ich dachte, ich mache gerade dieses 3 Uhr Challenge Video, was ich dir erzählt habe. Na, mein Freund ist dran. Okay, und warum zur Hölle rufst du bitte mit unterdrückter Nummer an? Das war jetzt gerade schon ein bisschen unangenehm, ich nur dazu sagen. Okay. Okay. Sorry, ich habe vergessen, das zu sagen. Okay, gut, dass es jetzt alles auf Video ist. Da Rubien gehen sich gerade einen ab. Okay. Ich habe gerade schon ein bisschen Schock gehabt. Okay. Na gut, ja. Na gut, kein Ding. Bis nachher, ich komme dann eh nach Hause. Tschüssi. Okay. Also sorry, aber das... Also mein Freund hat mich jetzt gerade angerufen und er hat nämlich mit anonym angerufen. Normalerweise schickt er natürlich seine Nummer mit. Er hat heute irgendjemanden angerufen, wo er die Nummer nicht mitschicken wollte und hat seine Nummer ausgeschaltet und er hat vergessen, es wieder zurückzustellen und Hauptsache... Und er ruft mich an, weil er wissen wollte, wo ich bin, weil ich vergessen habe, ihm zu sagen, wo ich bin, weil ich war jetzt die letzten paar Tage auf einem Festival von der Arbeit aus und wir haben uns irgendwie ganz selten und ganz wenig gesehen und Hauptsache... Das war jetzt schon dezent unangenehm, muss ich sagen. Hauptsache ich rede noch und sag so, ja, bla bla, was soll sein? Und dann läutet mein Handy. Das ist schon gruselig. Aber gut, es war noch mein Freund, von dem es ist jetzt auch keine paranormale Aktivität, wenn du mich fragst. Oh man, so. Der Rubien fand auch den Anruf sehr spannend, gell? Er hat da nur rumgegähnt. Das ist auch den Vollmond. Willst du eigentlich noch ein 3 Uhr Video? Dann gib mir einfach Bescheid und schau dir diese Mutprobe an. Der Ritt zum Friedhof und zum Waldrad mitten in der Nacht. Das war so schlimm. Und da gibt's noch einen Gruselritt. Kostenlos abonnieren nicht vergessen, falls du möchtest, dass wir uns noch mal irgendwann mal sehen. Und gib mir unbedingt noch eine Bewertung mit einem Daumen rauf oder Daumen runter. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüssi.